So, weiter geht's. Auf der Suche nach unseren Landeplattformen. Und hier unten ist noch eine Truhe. Oh, und sogar ein Troll. Ein lästiger Mensch weniger. Ich würde sagen. Oh, wir können nicht. Ha! Ausgetrickst! Ah, hier war die Stelle, wo der Troll war. Revelio. So, jetzt muss ich auf jeden Fall hier zurück irgendwo. Wobei, vielleicht gibt es hier irgendwo eine Landeplattform. So mitten auf dem See könnte natürlich auch sein, dass immer mal irgendwo was ist. Revelio. Oh, hier haben wir auch wieder was zum Sammeln. Da ist ich möchte gerade nicht kämpfen, ich möchte nur sammeln. Ich glaube, du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Klappt ziemlich gut mit nur sammeln gerade. Ich mach das bestimmt nicht für immer. Revelio. Ah, da oben brennt was. War da auch eine Landeplattform? Ja, hier war auch eine. Ist auf der anderen Seite auch eine? Was würde ich für eine schöne Tasse Pilztee geben? 50 Gold. Zweifellos schon lange verlassen. Da hinten leuchtet die Landeplattform. Revelio. Astronomie-Altar. Okay, dann geht's hier weiter. Bleibe stehen. Ah, das war der Altar. Revelio. So, jetzt heißt es hier mal ein bisschen hin und her fliegen. Auf dem letzten Stück immer so ein bisschen vor und zurück und gucken, ob wir hier irgendwo was finden. Aber wir sind ja hier auch schon im erweiterten Gebiet. Wahrscheinlich ist auch relativ viel noch am Anfang. Oh, hier ist noch ein Troll. Triff einen Troll mit seinem Felsen. Das kriegen wir doch hin. Duellleistung. Können wir landen? So, toll, wie sieht's aus? Bombarda! Oh. Da wollte ich zu viel. Komm, wirf noch einen. Protego! Confringo! Sehr schön. Das hat man sicher bis London gespürt. Eine Duellleistung mehr abgeschlossen. Wir haben ja noch relativ viele. Oh, hier ist auch noch ein Labyrinth, was wir machen müssen. Revelio. Oben vielleicht. Revelio.
auf jeden Fall eine Prüfung Merlins, die wir schon gemacht haben, war hier oben. Oh, was ist das denn hier? Wie cool ist das denn? Wir haben hier ein Quidditch-Feld. Das symbolisiert diese drei Ringe. Ein kleines Quidditch-Feld. Wie cool. Sehr nice. Okay. Revelio. So, was haben wir hier? Irgendwo was zum Land. Oh, hier unten ist wieder irgendwo noch eine Truhe. Da fällt mir gerade ein, dass ich vor Monaten eine Brosche hatte. Eine schöne, glänzte wie das Funkeln in meinen Augen. Na? Wirke Stupor auf zwei Gegner, das können wir auch machen. Rockwood verliere nicht nur. Protect! Das war's dann wohl mit deinem Glück. Da wollte ich zu viel. Levioso! Wie wär's mit einem normalen Spell? Levioso! Impulso! Ah, diesen Kampf überlebst du nicht! Arresto, Moment! Die herkommen sollen! Oh ja, wo war's? Du? Protego! Gut, du! Nummer 1, nochmal? Stufo! Das war nichts! Levioso! Confringo! Das ist... Arresto Momento. Impulso. Nein! Levioso! Mal sehen, ob du feuerfest bist. Was hast du denn da? Das bist du nicht. Confringo. Levioso! Impulso. Levioso! So, war's das jetzt? Wusste, ich finde dich. Wo ist sie denn? Da oben drauf. Hallo, Hühnchen. Revelio. Okay, hier ist auch keine. Vielleicht haben wir hier irgendwo noch eine Landeplattform. Können wir dahinter fliegen? Ah, ist wahrscheinlich ist gesperrt, oder? Ja, hier ist gesperrt. Okay, also hier schon mal keine Plattform mehr. Revelio. Auch, dass ich relativ gründlich ein Schloss gesucht habe. Das muss mal sehr. Zwar können wir immer irgendwas übersehen, aber im Zweifelsfall würde ich erstmal probieren, jetzt wieder zurückzugehen Richtung Hogwarts. Und da nochmal zu suchen. Wer sich mit mir anlegt, landet in. Revelio. Hier höchstens noch mal gucken kurz. Hier war die Prüfung Merlins. Okay, so. Hier geht's dann wieder zurück. Da ist die Frage, fangen wir hier hinten an zu suchen? So, in dem Bereich. Und dann arbeiten wir uns hier so vor. Okay, dann würde ich sagen, ich fange hier an und dann arbeiten wir uns hier runter. So, setzen wir mal einen Marker hin. In die Richtung. Revelio.
Hier kann halt auch überall was sein. Eindringling! Da ist ein Altar. Magst du Schmerzen? Alles ruhig. Zu ruhig, finde ich. Wir suchen aber eine Landeplattform. Eigentlich vermute ich die ja eher oben. Revelio. Vielleicht hier in der Mitte auf der kleinen Insel was? Nur ein paar Mondsteine. Dass die nicht markiert sind, ist halt echt ärgerlich. Revelio. Hier haben wir wieder ein Troll. Auf der Burg. Eventuell. Revelio. Und Ballons suchen wir auch noch. Vielleicht sollte ich mich mal bei Flightcroft nach Beute umschauen. Können schon relativ weit. Revelio. Ich klappe hier mal diese Inseln ab. Wäre zwar fies, aber Hauptsache, wir haben auf jeden Fall nachgeguckt. Nicht, dass wir hier irgendwas verpassen. Da hinten sehe ich auf jeden Fall noch ein paar Ballons. Revelio. Haben wir vielleicht hier in der Nähe auch noch eine Plattform? Okay, aber Ballons sind erstmal gut. Da brauchen wir nicht mehr ganz so viele von. Das ist schon mal Gold wert, wenn wir hier ein paar finden. Oh. Den habe ich verpasst. 13 von 15. Sehr schön. Revelio. Okay, dann muss ich nochmal eine Runde wieder zurück. Wie weit sind wir jetzt geflogen? Ah, hier sind wir schon. Wir müssen unbedingt, hier müssen wir auch nochmal hingucken. Revelio. Ah, die haben wir schon. Hier ist eine Landeplattform gewesen. Hier war das mit den zwei Trollen. Dann gucke ich hier gerade nochmal im Ort. Revelio. Okay, so. Ich denke, hier haben wir gründlich gesucht.
Und wenn uns am Ende wirklich eins fehlt, dann muss ich ja doch nochmal einen sauren Apfel beißen und rumfliegen. Aber ich denke, wir haben uns schon mysteriös hier... mysteriös und beunruhigend. ...relativ gut umgeguckt. Was soll ich tun? Und ich meine, wir würden es ja auch angezeigt kriegen Rebellion. Mit Revelio, denke ich. Wenn wir hier lang fliegen. Da geht's zurück. Gucken wir am Strand nochmal lang. Okay, hier ist Ende. Ende Gelände. Revelio. Wer hier wohl gelebt hat? Da haben wir noch was. Sehr schön. Eine Plattform. Eins von sechs. Sehr gut. So, wo sind wir jetzt? Hier. So, okay. Jetzt haben wir den Bereich hier erkundet. Und so, ich würde sagen, wir machen dann als nächstes hier mit dem Bereich weiter. Und schauen, was wir hier finden. Dann können wir das nochmal so ein bisschen in Bereiche gliedern. Hier eine, dann hier vor Hogwarts und hinter Hogwarts. Okay, so. Hier geht's dann aber beim nächsten Mal weiter. So, wir machen noch hier die Flammen an. Und dann geht's hier weiter Richtung Windmühle. Und ich hoffe, wir finden noch unsere letzten Ballons und letzten Landeplattformen. Also macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal.